Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Aus aktuellem Anlass mache ich ein Video über den Fußballspieler Neymar und seinen Wechsel. Noch steht nicht hundertprozentig fest, wohin er wechselt, aber die meisten gehen von Paris aus. Und der Wechsel hat 222 Millionen Euro gekostet. Jetzt frage ich euch, ist das zu viel Geld für einen einzelnen Fußballspieler? Der brasilianische Fußballstar Neymar wechselt jetzt für 222 Millionen Euro zu Paris wahrscheinlich. Noch ist es nicht hundertprozentig sicher, aber er hat die Ausstiegsklausel bei seinem jetzigen Verein FC Barcelona gezogen. Über 222 Millionen, und Barcelona wird sich wahrscheinlich damals auch gedacht haben, dass niemals diese Summe bezahlt werden wird. Aber es gibt nun mal Vereine wie Paris zum Beispiel, die große Investoren an der Seite haben und von denen geführt werden, und die haben halt so viel Geld. Am Ende macht das wirtschaftlich nicht viel Sinn, denn es müssten sehr viele Trikots verkauft werden und die müssten auch die nächsten 2-3 Jahre immer die Champions League gewinnen, damit das Geld, diese 222 Millionen, wieder reinkommt, plus ein bisschen Gewinn halt auch überbleibt. Und das Gehalt und auch das ganze Geld, was vielleicht auch an Handgeld fließt, ist da ja nicht mal drin. Also ich denke mal, der wird ja nicht umsonst spielen. Also wird das am Ende über 300 Millionen Euro betragen. Und das ist schon ziemlich heftig für einen einzigen Spieler. Vor über 15 Jahren ist einer der weltbesten Fußballer gewechselt, Zinedine Zidane, zu Real Madrid für 65 Millionen Euro. Und das war damals eine unfassbare Summe und man hätte niemals gedacht, dass die irgendwann mal gebrochen wird. Aber es war der Fall, denn inzwischen wechseln Leute oder Spieler, wenn man sich fragt, die wären vielleicht früher 10 oder 15 Millionen Euro wert gewesen, für 50 bis 100 Millionen Euro. Und da fragt man sich schon, wo soll das Ganze noch hingehen? Wenn euch das Thema noch mehr interessiert, dann macht mal den Hashtag Kommerzmotten rein. Dann würde ich nochmal so ein Video über die FIFA und diesen ganzen Kommerzfußball machen. Ansonsten soll das für heute gewesen sein. Ihr braucht euch auch keine Sorgen machen. Am Freitag kommt wieder ein YouTube-Video, da werde ich mich auch mal wieder vor die Kamera setzen für und ein Thema besprechen. Es geht um Concrafter und auch um seine Krankheit. Das ist relativ interessant, weil Panikattacken ja relativ viele auch treffen. Und das ist ein interessantes Thema, was man auch mal positiv in einem Video verpacken kann und das vielleicht mal thematisieren sollte. Das werde ich jetzt gleich für euch drehen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und eine gute Nacht. Wann auch immer ihr das hört, lasst gerne ein Like oder Abo da. Macht bei der Umfrage mit und schreibt eure Meinung sachlich in die Kommentare rein. Bis bald und ciao, ciao.